Servus zusammen, salve a tutti. Guten Abend. Wir haben den 27. Juli, Mittwoch. Und es ist 17.51 Uhr. Nochmal vielen Dank für alle, die gestern bei dem Webinar dabei waren. Es hat Spaß gemacht, waren wieder ein paar schöne Fragen. Mir macht es immer Spaß, also ich mag sowas. Die Börse macht momentan auch Spaß, weil die ist super interessant. Hier ist für jeden was dabei, sei das jetzt Index, Long oder Short oder Gold, Long oder Short. Oder Aktien. Nur mal so ein Beispiel, das ist der 5-Minuten-Chart von Deutscher Bank von heute. Ja, hier fing sie an, da kamen die Zahlen raus. Ich fand die Zahlen eigentlich gut, muss ich wirklich sagen, besser als erwartet. Der Markt fand sie aber nicht gut. Also was machen sie? Gehen sie von 8,35, gehen sie hier, war das 8,35? Ja, genau. Gehen sie runter auf 7,80. Das sind über 50 Cent. Um dann wieder hochzugehen, einmal hier kurzfristig hier oben auf die 8,24, aber um dann wieder hochzugehen, so auf die 8,07. Da dabei zu sein mit einer Option mit dem Hebel vom 10, das macht richtig Spaß. Noch ein, der heute auch für Furore bei mir gesorgt hat, das ist Lufthansa. Fingen hier an, auch 5 Minuten Chart, bei 5,95 gehen runter auf 5,85. Das ist dieses alte Supportbereich und gehen dann hoch auf 6,11. Korrigieren perfekt auf das 38er Retracement und handeln jetzt im Moment bei, wo sind sie, 6,06. Auch hier, ein Hebel 10 reicht völlig aus. Da muss ich mir nicht die ganzen Aktien kaufen. Natürlich, wenn es schnell gehen muss, das passiert mir dann auch manchmal, muss ich das in Aktien machen. Aber da hat man einen Heidenspaß mit. Man muss nicht immer nur den ganzen Tag im Index sein. Außerdem, ich finde ja immer, die Börse ist der beste Arbeitgeber der Welt. Da gibt es auch jeden Tag was zu lachen. Heute war es die Adidas. Nicht, weil der Kurs gefallen ist. Die haben Probleme mit China. Das war mehr oder weniger eine Gewinnwarnung, das muss man schon sagen, was sie da gemacht haben. Aber dann kamen dann, nachdem die Zahlen rauskamen, kommen dann die Analysten und passen ihre Zahlen an. Das Gros der Analysten schätzt die Adidas eigentlich als fair ein bei, wo war das? Naja, sagen wir mal 195. Ist einer dabei, wir hatten sowas Ähnliches gestern im Webinar in Siemens, ist einer dabei, eine Schweizer Großbank, die sieht die Adidas bei 348. 3, 4, 8. Nur zur Erinnerung, der momentane Kurs ist bei 161. Also ich bin 57 Jahre alt. Ob ich das noch erlebe, das weiß ich nicht. Mal ehrlich nicht. 348, das ist schon ein Wort. Wahrscheinlich kommt er an bei 210, sagt, ich hab's euch doch gesagt. Gehen wir mal zum DAX. Hier ist er auf Tagesbasis, also eine Kerze, ein Tag. Ich habe nach wie vor diesen Trendkanal drin gelassen. Erstaunlicherweise umschmeichelt der Kurs immer wieder den oberen Kanal. Der hat bisher noch nicht, ich habe anscheinend richtig gut gezogen, mach's mal richtig groß, der hat anscheinend oder hat bisher noch nicht per Schlusskurs diese blaue Linie überboten. Die liegt morgen, das habe ich ausgerechnet, bei 13.186. Im Moment sind wir 13.150. Es nutzt wenig, wenn wir da mal drüber schauen, so eine Stunde oder zwei Stunden mäßig. Der muss da drüber schließen. Dennoch ist für mich rein vom Chart her dieser Punkt hier eigentlich der wichtigste, ist die 13.401. Da haben wir diese ganz grob, diese 1.000-Punkte-Rallye haben wir hier gemacht und die hat da gegipfelt. Die 13.404 verbindet sich auch in etwa mit dem oberen Band. Wenn das also, wenn dieser Trend rausgenommen wurde auf Tagessicht, ist das hier definitiv das nächste Ziel, die 13.000, ich runde jetzt leicht 400, gefolgt von immer noch diesem Gap, was wir haben, genau, es war der 10.6. bei 13.761, da habe ich hier so einen Pfeil hingezogen. Das wäre die Geschichte nach oben. Nach unten, und tatsächlich wäre es mir immer noch lieber, dass wir hier oben nicht so ein bisschen rumhecheln oder seitwärts korrigieren, sondern dass wir wenigstens nochmal hier die 20-Tage-Linie sehen, die sich verbindet mit dem 50er Retracement von dieser Bewegung hier. Und das bei 12.918. Also ich wäre auch mit 12.950 zufrieden. Das sah ja gestern mal kurzfristig so aus, aber heute hat er es wieder schön verteidigt. Also der kämpft. Wir sind von der Tagestechnik weiterhin eher seitwärts leicht negativ. Sowohl über den Trendfolger als auch, hier sieht man es besser, als auch über den Oszillator. Jetzt kommt die FED in ein paar Stunden und zum Glück kommt sie vor dem Fußballspiel. Das will ich nämlich unbedingt sehen. Ja, ich bin ein ganz großer Fan von Frauenfußball. Ich finde, die machen das super. Auch gestern das Spiel Schweden gegen England. Ich fand das sensationell. Also es macht richtig Spaß. Das ist immer überraschend. Aber das nur nebenbei. Da kommen die Zahlen nachher noch. Da kommt die Zinsentscheidung von der FED. Ich bin selbst sehr gespannt, was da passiert.
Jetzt ist mir aber noch Folgendes aufgefallen. Deswegen, ich versuche ja immer, euch dahingehend zu sensibilisieren, geht doch auch einfach mal in untere Einheiten rein. Und jetzt guckt mal, was ich hier sehe. Ich lege das hier oben an, lege es einfach nur über die Hochpunkte und habe eine perfekte Flagge. Schwarz lassen wir so, machen wir mal 4, dass ihr es besser seht. So, hier ist der Fahnenmast, hier ist die Flagge. Das ist eine klassische Bullenflagge bisher. Jetzt hole ich es näher ran, dass wir die Punkte besser sehen. Diese Bullenflagge verbindet sich im 4-Stunden-Rhythmus. Hier ist also jetzt eine Kerze 4 Stunden. Oben mit dem oberen Band bei rund 13.000, wo ist das hier? 13.314. Und unten auch nochmal mit dem 38er bei 13.033. Das sind Punkte, auf die ich achte. Und im Moment sind wir in dieser Bullenflagge drinne. Aber wie gesagt, das sind die Punkte. Mir wäre das ein bisschen wenig, 13.310, aber da möchte ich schon gerne mal 13.350 sehen. Aber wenigstens auf 4-Stunden-Basis, dass wir darüber gehen. Aber dann erhöhen sich die Chancen für den Ausbruch nach oben. Andererseits muss ich sagen, wenn wir das untere Band uns schnappen und unterbieten dieses 38er Retracement zusammen mit dem Kanal, so im Bereich 13.000 bzw. 12.990, dann wäre das negativ und wir müssten nochmal hier runtergehen auf eine 12.917. Ist beides möglich. Ich weiß nicht, wie nachher die Zahlen kommen werden. Von der 4-Stunden-Technik sieht es eigentlich ganz gut aus hier. Wir stabilisieren sogar eine Trendfolge und wir sind positiv über die Stochastik. Also damit habe ich kein Problem. Es war gestern eine Frage im Webinar, ob ich eben auf solche Zinsentscheide zocke. Es gibt so eine Strategie, die heißt vor der Fed Long. Ich mache es nicht. Ja, ich lasse das gern allem anderen. Die haben bestimmt auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ich mache es nicht. Für mich ist das nichts anderes als wie beim Casino, rot oder schwarz. Und dann gibt es immer noch die Null. Also ich mag das nicht. Ich gehe mit einer relativ kleinen Position hier rein. Ich habe meine Aktien und ich möchte jetzt nicht auf dem Index machen. Das Problem ist nämlich, wo soll ich denn da den Stopp setzen? Ja, da können manchmal 100 Punkte, was viel ist, können zu wenig sein, weil der innerhalb von 2 Minuten mal 150 Punkte runter und dann vielleicht 200 Punkte hochgeht. Also ich mache das nicht, das können andere machen. Ich halte mich da raus. Wir sind hier bei den Scheinen. Bevor ich die sage, nochmal vielen Dank für die ganz vielen Kommentare bei meinem letzten DAX-Film. Also ich nehme das alles zu Herzen. Es wird sich bei mir hier mit dem Filmen erstmal gar nichts ändern. Ich muss mal in mich gehen, aber ich gehe auch bald mal 2 Wochen in Urlaub. Hurra! Und dann werde ich das irgendwie mal entscheiden, was ich mache. Aber wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres. Einen Call habe ich ausgesucht mit der Basis 12.400. Da sind wir hier unten drunter. Auf Tagessicht, komm, ich gehe mal in den Tag rein. Da sieht man besser, warum ich die genommen habe. Tag. Scheinen. So. 12.400 liegt unter dem letzten Verlaufstief und auch unterhalb des unteren Bandes und unterhalb dieses Kanales. 12.400 hat im Moment einen Hebel von 16, das ist die GF5W8X. Die nehme ich dann, oder die kann man nehmen im größeren Abstand, wenn wir diese blaue Linie hier überbieten mit Schlusskurs und uns dann anschicken, hier an die 13.400 zu gehen. Dann wäre das was mit Ziel 13.761. Sollten wir das jetzt aber in den nächsten 2 Tagen hier schon machen, dann kann ich natürlich auch einen nehmen, der ist viel höher, sowas bei einer Basis 12.900. Der hat dann richtig schicken Hebel, ja, da dampft's. Aber im Moment, aus der Sicht dessen, der nicht weiß, was die Fed nachher da macht, reicht mir ein 16er Hebel, um ihn zumindest auf die Watchlist zu legen. Als Put habe ich den genommen, 13.808, dann liegen wir hinter diesem Gap vom 10.06. bei 13.761, hätten also auch noch gemütlich Zeit, den zu stoppen. 13.808 hat im Moment einen 21er Hebel und die GX8SHZ. Also, ich freue mich jetzt auf das Fußballspiel. Euch wünsche ich ein Happy Trading und eine fette Beute. Baba!